Wir fliegen nach Vietnam, von Tokio. Ab ins Taxi, einmal kurz 7-Eleven, dann geht die Party ab. Ich trinke Starbucks. Yo, life theories, this nice delivery got me rated. Banana berries and smooth medleys overdated. The gelato is white cherries. Yeah, I'm more than faded. Drifting off in the 5 series. Cool like rollerblading. Feel the fresh. In 10 Minuten geht Boarding los. Aber alles wunderbar. Passt alles komplett gehopst mit dem Handgepäck. Ihr wisst ja, wir sind nur damit unterwegs. Mein Rucksack 20 Kilo. Ich darf, glaube ich, 7,5 mitnehmen. Dann habe ich beim Check-in alles rausgeräumt, meine Jacke drüber gelegt und so ein Paket gemacht aus Laptop, 2 Kameras, Stativ. Leg das drauf, war immer noch 4 Kilo drüber. Dann habe ich so gesagt, oh, yeah, we are so late, can we please make an Ausnahme? Und sie so, yes, this time, Ausnahme ist perfectly fine. Haben wir gemacht. Und jetzt habe ich 20 Kilo Aufgabengepäck dabei. Alles bestens. Und wir kriegen unseren Flug noch. Parallel Real Life Money Glitch gefunden im Taxi. Neues Hauptkanalvideo angefangen. Richtig geil. Hammer, hammer, hammer. Jetzt ab nach Vietnam. Wir haben gerade einmal gefragt, ob wir hier gefahren werden können. Für 91? Awesome. Ich glaube, wir werden gottlos abgezogen. Is it for free? Awesome. Oh. Digga, wir fahren ernst. Wir fahren ernst langsamer, als die Leute da vorne laufen. Guck mal. Wir holen ihn nicht mal ein. Und das piept die ganze Zeit. Jetzt ein bisschen unangenehm, sag ich dir ehrlich. Warum? Wir fahren so an den Leuten vorbei in der gleichen Geschwindigkeit. Man muss einfach nur fragen. Die ganzen Leute sind so nett überall auf der Welt. Das ist einfach nur ein Traum. Wisst ihr, was ich mich schon häufiger gefragt habe? Die Leute verstehen ja gar nicht, was man sagt. Und was wäre, wenn ich jetzt in so einem normalen Tempo oder in so normaler Stimmlage einfach so sagen würde, dass ich lade meinen Ballermann und Ballerdown auf alle Mann in deiner Bande, Motherfucker, bänge deine Mama vor der Kamera, der Kanner, der Germane mit der Kanner, im Speck ist Kollege der Boss. Ob die dann so denken, hey Digga, what the fuck, wie schnell ist Deutsch? Und so überhaupt nicht checken, dass man so, wenn ich das so die ganze Zeit hintereinander sage und die so denken, dass wir so kommunizieren. Ja. Ist dir immer noch unangenehm? Ja. Ballermann oder bist du Kanada-Germane? I get in, I take a shower, read a book and feel empowered. Smoking on that sour, got me counting down the hours. Thinking of all the shit that they could do but won't allow us. Then I realize they all some fucking cowards. The world is ours. Thank you. Es geht schon wieder los. Es darf doch wohl nicht wahr sein. Me and my brother twin like the towers and we want it now, never later, no more favors. Done with all these traitors who be haters on the low. They just hate to see you grow, so I'd rather be alone in my zone writing poems. Oh mein Gott, Digga. Oh. Und genau dieser Horror ist der Grund, warum wir nur mit Handgepäck reisen. Guck mal hier, wir haben alle schon keinen Bock mehr, die sitzen schon auf ihren Wägen rum. Ich hab, oh Scheiße, was mache ich hier? Ja, viel Spaß, wir laufen einfach raus. Digga, Vietnam empfängt uns gut. Guckt euch das mal an. Sieht ja komplett geisteskrank aus. Digga! Sommerurlaub. Sommer! Das Gehupe geht schon wieder los. Als ich das erste Mal in Indonesien war, war ich so übelst abgefuckt, dass die mich immer angehupt haben, weil ich so dachte, ey Digga, was mache ich falsch? Aber die haben auf dem Roller einfach immer gehupt, um zu sagen, dass sie da sind. So, tütüt, ich fahr rechts vorbei, tütüt, ich fahr links. Es wird die ganze Zeit gehupt. Grundsätzlich, also ich weiß jetzt nicht, wie sicher Vietnam und so ist, aber nur für dich, Felix, wenn wir aussteigen, dann steigen wir nicht beide gemeinsam aus, wenn unsere Sachen in den Kofferraum sind. Weil sonst kann der halt einfach losdüsen. Ne? Also es bleibt, meinetwegen bleib ich immer sitzen, du gehst in den Kofferraum, holst beide Sachen raus, dann sind wir ready to rumble. Aber wenn wir beide rausgehen, dann drückt er halt auf die Tube und unsere Rucksäcke liegen hinten drin und wir können nichts machen. Weißt du, schließt Kofferraum ab. Ja. Jo, geil. Willkommen in Vietnam. Wir fahren ins Hotel und checken das mal aus. Heute ist glücklicherweise einmal kurz ein bisschen Pause. Wir können weiter Daten backuppen, haben hoffentlich schnelles Internet und sehen weiter. I'm coming home, coming home.
tell the world I'm coming home. Wir sind da. Ich weiß noch nicht, wie wir reinkommen. Am Service Apartment 3 Tage. Ziemlich geil, glaube ich. Sehr belebte Straße. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus hier. So Sonnenuntergang, Zeitgebiet gerade. Auch ein paar dicke Karren. Oh. Nice German Mercedes King. Okay. Lass uns unser Leben riskieren und rüberrennen. Das werden wir hinbekommen. Aha. 5-Star Westlake Service Apartment. 2-Tone Range Rover. Nice. Das sieht doch wunderbar aus hier. GLS 7er BMW Range Rover. Draußen unterwegs, Hauptstraße hier, einiges los. Wir sind verzweifelt auf der Suche nach Pizza, nach irgendwas Essbarem. Aus der Zeitzone, aus der wir kommen, ist jetzt schon wieder 24 Uhr. Hier in Vietnam ist jetzt dann 21 Uhr und die Lieferservice, die uns empfohlen wurden, sind alle zu busy. Die ganzen Fahrten werden die ganze Zeit abgebrochen, deswegen gehen wir zu Fuß und holen uns das ab. Und dann geht's ins Bett und dann geht morgen der erste richtige Vietnam-Dreh los. Richtig pumped. Weil das hier ist ziemlich vielversprechend. Das wird cool. Wunderbar. Der ist komplett fertig. Tag Nummer 2 in Hanoi. Wir haben gerade erfahren, so ganz viel. Also wir wussten, dass Neujahr gefeiert wird, aber deswegen sind die ganzen Stores zu. Ist aber nicht weiter schlimm, haben trotzdem ein paar Sachen offen. Wir haben eine Gruppe von Jungs getroffen, die sich alle gestern Abend erst kennengelernt haben. 3 Deutsche, 2 aus Berlin, einer aus Düsseldorf und mit denen steppen wir jetzt ein bisschen rum, gehen heute Abend was trinken. Einer von den Jungs ist vietnamesisch, hat vietnamesische Eltern. Der übersetzt ein bisschen für uns, der zeigt uns, wo es lang geht. Und jetzt machen wir uns eine gute Zeit. Der Vlog darf natürlich auch nicht zu kurz sein. Ja, natürlich. Hammer, hammer geil. Richtig ereignisreich hier, mehr dazu in den Hauptkanal-Videos, aber es macht richtig Laune. Richtig coole Truppe von Jungs, die kannten sich alle bis gestern Abend noch nicht und wir machen uns eine gute Zeit. Nam, der eine von den Jungs, der dabei ist, ist Vietnamese, der kann für uns die ganzen Preise verhandeln, der weiß, wo es lang geht, der erklärt uns Sachen, also ist wirklich 10 von 10. Richtig geil. Und wir sind gerade auf so einem Fahrrad unterwegs durch den crazy Verkehr, das ist echt witzig. Wir probieren uns die ganze Zeit durch alle Früchte, die wir aus Europa nicht kennen. Auf den hier in so Straßen überall Stände, Märkte, die verkaufen irgendwelche eingepackten Sachen. Dann gibt es da Gemüse, da vorne irgendwo Fleisch, hier Früchte. Alles richtig gut. Hier gerade Massage geballert, jetzt gibt es hier traditionelles Mittagessen. Ja, und wir leben unser Leben in den Streets von Vietnam, beziehungsweise Hanoi. Hammergeil. Ist gar nicht zu vergleichen mit irgendwas, wo ich vorher schon mal war. Klar, man merkt, es ist Südostasien, aber es ist richtig, richtig geil. Hammer. Der Zug, die Straße. Die Straße hat keine Bremsen. So. Oh, da brennt's. Oh, da brennt's. Da wird wieder Müll verbrannt. Dort vorne. An den Bahngleisen Leute und ab da vorne gehen Bars und Restaurants los. Komplett touristisch, aber wir sind ja Touristen, deswegen werden wir das in vollen Zügen ausnutzen und hier gleich speisen und trinken und da vorne wird getanzt. Ja, nun ja, was soll ich euch sagen? Not all too exciting, this life. Yeah, we're just in Vietnam, having a good time, having the time of my life. Yeah, you know, not that much going on right here. Hey, what the fuck? Wir waren doch hier am Laufen, Digga, was fährt die da? Hier sind die ganzen Bars und da wird gleich der Zug herfahren. Was geht, ihr Verbrecher? Ich hab krasse Wurst hier irgendwie so. Und, oh, geil. Ja. Hi. Wegen Neujahr. Hi. Oh, you a Vlogger? You a Vlogger? Oh, maybe. Oh. Also, das hier hat der Besitzer gerade gebracht. Selbstgebrannten Schnaps. Und
so sieht das aus. Da sind so Würmer oder so drin. Das werden wir uns jetzt reinstellen, weil wir nicht komplett bescheuert sind. Der tut da noch ein bisschen Benzin rein. Bester Mann. Ja, bester Mann. Also ich sag ganz ehrlich, lass die Finger vom Alkohol, das ist nichts Gutes. Ihr seht ja, was aus den Leuten wird. Also jetzt fährt hier durch diese kleine Gasse, der Zug durch, da vorne sagt so jemand an, ey, aus dem Weg, da kommt der Zug. Guckt euch das mal an, hier die Straße runter. Ich will eine Münze prägen lassen. Ich lasse jetzt für euch eine japanische Münze prägen. Und dann schreibt ihr irgendwas in die Kommentare und irgendjemandem von euch schicke ich das Ding. Ich mach 3 Münzen für euch. Okay, ich mach 5 Münzen. Jetzt bist du aber gierig. 5 Kommentare. Leg mein Handy hin. Ja, kommentiert. Kommentiert alle, sonst wäre ich sauer. Alter, da ist er. Einfach japanische Yen platt gedrückt. Hey, geil. Manche sehen besser aus. Ja, übelst geil. Allein kommentiert. Sonst schlage ich euch, ihr kleinen. Guck mal, der Mann, sobald er einmal WLAN hat, weil er hat kein mobiles Internet, sitzt er die ganze Zeit. Weil du bist ja auch nie Hotspot. Hä? Das geht nicht. Ja. Das würde die Kamera ist halt er doch an. Mitten in der Stadt. Digga, das ist so eine kleine Gasse. Da oben wohnen Leute, Wohnhäuser. Der brettert hier einfach durch. So krank. So sieht es bei einem Restaurant nach einem gelungenen Geschäftstag aus. Digga. Also, bei uns beim Essen war es gerade auch so. Entweder du schmeißt, was übrig geblieben ist, auf den Tisch oder auf den Boden. Einfach weil das hier so ist. Punkt. Es wird am Ende einfach zusammengefegt und dann weg. Ja. Weil es ist ja nicht im Haus auch, da wird einmal durchgewischt, ist auch okay. Wenn du halt auf der Straße ist, ist eh dreckig so, dann kannst du auch am Ende einfach fegen und dann reicht es. Ja, ja. Aber das machen die ja auch immer. Warum geht denn dem dann? Es wird dann hier auch draußen einfach abgewaschen, das ganze Geschirr und so. Nam hat gerade erzählt, dass die Häuser hier ein bisschen höher gebaut sind und dafür etwas schmaler, weil die Steuern nur auf die Grundfläche bezahlen. Und wir werden es jetzt in dieser Reise leider nicht sehen, aber in Indo ist es so, dass du die Steuern erst bezahlst, wenn die Häuser fertig gebaut sind. Und deswegen ist in Indonesien übelst oft so, dass du Häuser siehst, auf denen am obersten Stock einfach so Stahlpfosten noch rausgucken. Und das ist nicht so, weil die Häuser nicht fertig gebaut sind, sondern bei den fertig gebauten Häusern lassen die einfach die Stahlträger oben noch rausgucken, um vor dem Amt zu behaupten, dass die Häuser noch nicht fertig gebaut sind und die so nichts abdrücken müssen. Deswegen stehen da die ganzen Häuser und die Stahlträger gucken oben noch raus. Und das wird auch niemals fertig gebaut, aber so zahlen die halt auch einfach nicht Steuern. Reeperbahn Hanoi. Das ist Beer Street. Hallo. Hallo. No, thank you. No.
I don't need this. Gemachte Fing. Zeng, 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 view, 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 view.